Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Little Nightmares. Die Complete Edition, die jetzt für die Switch erschienen ist. Und wir befinden uns im zweiten Part. Und gucken mal, wo es den kleinen Sixt jetzt noch hinführt. So, also man muss wirklich aufpassen, das ist wirklich, das Spiel ist nicht direkt zweidimensional, denn man kann auch wirklich daneben laufen oder daneben springen. Mal hier rein. Da drin. Okay. Wieder sein. Das sind auch überall, ne, diese kleinen Zwerge. Was die genau auf sich haben, weiß man leider nicht. Nein. Da kann man irgendwie rein, aber kann man scheinbar nicht. Ne, da kommt man nicht einfach so rein. Wirklich da hingelaufen? Da leuchtet doch irgendwas hinter der Tür da oben. Können wir das sehen? Kann er nicht rein. Da geht's. Es geht auf jeden Fall da hinten weiter. Lass uns weiter schieben vielleicht? Nee. Nee, man kann da nichts machen. Aha. Okay. Da stellen wir, glaube ich, den Stuhl mal rauf. Ja, guck mal. Schau mal einer, guck. Den geht man einfach rauf. Da. Komm auch da rein. Okay. Ein Riesenauge, wie ich sehe. Ein Knopf. Sollen wir mal raufdrücken? Okay, da kann man wahrscheinlich Kinder beobachten mit. Da sind die Zwerge. Was machen die denn da? Was machen die Zwerge denn da? Noch mehr sehen? Das ist der Koch. Lebt. Ein Treppenaufgang. Da ist auch wieder jemand. Links. Da ist auch einer von diesen Puppen. Okay, mehr konnte ich sehen. Aber gut. Immerhin konnten wir was sehen. Da ist ein Zwerg. Oh, wo läuft der hin? Man weiß es nicht. Wollen wir die Klappe hier aufmachen? Keine Klappe zum Aufmachen. Na gut, dann gehen wir zurück. Muss es ja noch einen anderen Weg geben. Die Treppe ging ja noch weiter da hinten, ne? Haben wir gesehen, ne? Vielleicht kann man noch da über die. Nee, gucken wir mal. Oder können wir ja noch hochgehen? Er geht auf jeden Fall da hoch. Gehen wir auch mal da hoch. Ich muss schon aufpassen, weil. Ein Schritt daneben und. Fallen da runter. Okay. Hier kann ich nichts machen. Gehen wir da oben hoch. Was kann man hier? Da können wir nicht aufmachen, aber wir können hier hoch, ne? Ja, so rein. Ein Koffer. Badezimmer, ne? Hm.
hier irgendwo hochklettern? Einen Schlüssel auf jeden Fall. Nee, müssen wir uns überlegen. Ein kleines Rätsel hier wahrscheinlich. Hier haben wir hier einen Ball. Und da ist auch so ein... Wir müssen den Koffer entziehen, damit wir diesen Griff bewegen können. Was anderes würde ich mir jetzt nicht vorstellen können. Ein schönes Bett. Oh. Irgendwelche Geräusche. Man hört sich auch, oh, guck, da sieht man die Zweige auch auf den Bildern. Und was machen wir mit dem Schlüssel? Oh. Kann man das abschließen? Der Schlüssel noch? Jetzt kann man hier reingehen. Da. Ne, heben wir das mal auf. Und dann... Genau. No. Da. Okay. Was dahinter passiert. Oh, ein kleiner... Kommen wir nicht einfach so hoch. Ziehen? Ne, kann ich hochklettern, ne? Ich auch nicht, hä? Also da kommen wir ja nicht so einfach ran, glaube ich. Da müssen wir irgendwie anders. Hier durch die Tür was durchziehen. Oh, Tür ist zu. Machen wir jetzt so. Alte B mal getragen, zu werfen, okay. Kann ich so weiter hochwerfen, dass ich das da oben treffe? Okay, das geht. Das war jetzt gar nicht so schwer. Hätte ich jetzt schwerer vermutet. Aber es geht auch so. Knopf, aber der ist wahrscheinlich nur zum hier aufmachen, müssen wir wieder irgendwas haben zum Werfen. Müssen wir den Affen nochmal mitnehmen? Denn wenn hier oben noch der Knopf ist, dann an. So, los geht's. Drücken wir uns mal lieber in dieser Kiste hier. Nämlich kann ich drin verstecken. Es geht bergab. Es geht sehr lange bergab. Naja, geht. Jetzt sind wir schon da. Hier sind auf jeden Fall ein paar Ratten. Ich krieg wieder Hunger, würde ich sagen. Okay, wo kann ich noch was zu essen finden hier? I'm starving.
Welche Ratten essen? Ich nicht, ne? Oh, ich weiß noch nicht, wie lange man aushält so. Da stirbt man dann irgendwann. Das ist ja blöd. Ah, das ist zu essen. Was holen wir uns jetzt? Okay. Ich hoffe, dass es nicht vergiftet ist, wenn es in so einer Rattenfalle ist. Oh nein. So ein Scheiß. Die Hände sind echt eklig, oder? Diese Hände sind doch echt mal eklig. Hier raus. So geht's auch. Okay, die anderen Leute wollen wir wahrscheinlich nicht befreien. Wir hauen das mal ab hier. Ich dachte, kann man raus. Kann man auch, okay. Wo sind wir jetzt hier? Ach, guck mal, das ist. Sind wir da nicht hochgegangen? Ne, sind wir nicht. Okay, hier geht es auf jeden Fall definitiv nicht weiter. Ne, hier kommen wir nicht längs. Ah, ein Weg gibt. Ein Griff. Gehen wir den kleinen Mann mal hier hin. Dann kommen wir ja vielleicht da oben rein. Okay. Gehen wir mal mit hin. Ich hab schon gedacht, dass die hinter uns zugeht. Und vor uns noch. Okay, wie komme ich da weiter jetzt? Hier scheint zu sein, kann ich aufmachen. Ach, guck mal. Da auch alles angucken hier, ne? Oh. Leise müssen wir sein. Ich habe immer Schritte. Irgendwas höre ich doch hier. Ah. Gibt ja auch eklige Figuren, oder? Muss es hinter mich durchschleichen? Ein Schatten vielleicht? Nein. Scheiße. Okay, der ist blind, aber kann uns hören. Das heißt, wir müssen irgendwie leise schleichen, ohne dass er uns hört. Wie machen wir das denn? Diese scheiß Holz. Ja, Holzplanken. Die knirschen ganz gut. Wir müssen uns an ihn vorbeischleichen. Ah, das kriegen wir hin. Das glaube ich. Gucken wir gleich mal. Na?
Okay, kommen wir hier wieder an. Ah, okay, warte. Auf diesem Wollkram kann uns nicht hören. Aha, so ist natürlich gut. Hier ist eine Spindel. Und los geht's. Okay, das Knirschen ist natürlich verdammt laut. Ich weiß aber nicht, jetzt gleich rüberkommt. Oh nein! Och, so. So ein Bastard. So ein Bastard. Nämlich, konnte der mich denn erwischen? Okay, wir müssen noch schneller sein. Noch schneller. Also so richtig schnell. Diese Ladezeiten sind ein bisschen unangenehm lang, oder? Findet ihr nicht? Ich finde die unangenehm lang. Das hätte man auch anders machen können. Cooler. Finde ich jetzt. Also. Okay, wir hinten anfangen. So, das ging relativ fix. Das ist ein bisschen beeilen. Oh! Oh, wie muss er noch schneller sein? Wie schnell muss ich denn bitte sein bei dem? Das ist ja wirklich nervig. Kann gar nicht sein. Müsste doch da. Das muss ja schon längst wieder weg sein. Ganz ehrlich, das Laden hier, diese 10 Sekunden, 15 Sekunden, die klaut das Spiel mir von meinem Leben. Was schon sehr frech ist. Sehr, sehr, sehr frech. Komisch. Ach komm. Okay, wir probieren es nochmal. Durch. Okay, nur noch schneller sein mit dem. Na, warte mal rum. Noch schneller sein. Okay, jetzt bin ich unten drin. Schuhe runter. Gruselige Gänge. Das ist voll mit Schuhen. Wie werden kleine Kinder gegessen? Eieiei. Das sind aber ein paar Kinder wurden hier gegessen, würde ich sagen. Rauf da! Oh, das gibt's doch gar nicht, das gibt's doch. Klettert er nicht da rauf? Mein Gott. Man stirbt 1000 Tode. Das ist nicht normal. Das ist doch nicht normal. Bis jetzt gefällt mir das Spiel ganz gut, muss ich sagen. Ein bisschen gruselig. Aber hat so einen eigenen Charakter. Abgefahrene Figuren.
Und ja, cooles Setting irgendwie, ne? Muss man sagen. Lange nicht mehr gesehen, sowas. Okay. Hier kann er mich wahrscheinlich nicht kriegen, ne? Okay. Ist die Frage, wo der nächste. Wo das nächste Ding ist, wo ich rauf kann. Da drüben, okay, dann müssen wir weit laufen. Froh, hier durch zu sein. Problem ist, ich kann nirgendwo hin hier. Soll ich denn machen? Er wird mich doch hören die ganze Zeit, wenn ich jetzt hier rausgehe, oder? Verdammte Axt. Er hat mich echt da noch erwischt. Diese olle Dreckschleuder. Hätte nicht diesen komischen Zwerg nehmen können? Obwohl, vielleicht muss ich ja sitzen bleiben, hinter dem Zwerg. Und nicht mich. Testen wir mal. Wenn er ein Zwerg ist, dann bin ich ja fein raus. Irgendwie. So, sag mal. Wir laufen, ne? Genau. Lauf! Six, lauf! Ein gruseliger Typ. Bleiben wir hier im Kasten sitzen. Mal gucken, was passiert. Eventuell besucht er den Kasten ja gar nicht. Ist er weg. Perfekt. Ja, auch ein perfektes Ende für uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.